Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause, die Millennium Development Goals von 2000 laufen dieses Jahr aus und deren Umsetzung ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. Die neuen Entwicklungsziele, die SDGs, werden zurzeit auf UN-Ebene erarbeitet. Sie sollen eine Weiterentwicklung hin zu verbindlichen, auch die Industriestaaten verpflichtende Ziele darstellen. Das begrüßen wir Piraten ausdrücklich. Wir wollen aber auch eine punktgenaue Auswertung der nicht erreichten alten Ziele. Mein Vorredner hatte das gerade schon erwähnt. Fakt ist doch, die Erfolgsaussichten der neuen MDGs werden aufgrund ihrer Unverbindlichkeit doch niemals besonders hoch. Diese Verbindlichkeit fordern wir also bei den neuen Zielen ein, doch davon will die Landesregierung in ihrem Antrag gar nichts wissen. Der vorliegende Antrag beschreibt eine schöne, heile Welt, Frau Asch, in der die übrigens noch gar nicht formulierten SDGs mit der Hilfe aus NRW erreicht werden können. Er ist voll wohlklingender Allgemeinplätze zu sozialer und Klimagerechtigkeit, Frieden und nachhaltigem Wirtschaften. Der Antrag wird dabei nicht ein einziges Mal konkret oder thematisiert die Verantwortung der Landesregierung beim Erreichen der hehren Ziele. Wie sieht es denn aus mit der Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen von in NRW ansässigen Multis wie Bayer oder RWE? Wo ist Ihr Einsatz gegen Pharmapatente, Umweltverschmutzung und die Kommerzialisierung natürlicher Ressourcen? Wieso tut die Landesregierung selber immer noch nicht genug bei fairen und nachhaltigen Beschaffungen? Diese Frage können Sie doch allesamt nicht glaubhaft beantworten. Kommen wir zu Ihrem Lieblingsthema, die berüchtigte Eine-Welt-Strategie. In Ihrem Antrag sprechen Sie auch davon, diese entlang der neuen SDGs weiterentwickeln zu wollen. Schön wäre es, wenn Sie überhaupt mal eine substanzielle Eine-Welt-Strategie entwickeln und umsetzen würden, denn die bisherige ist in meinen Augen eine bloße Ansammlung von entwicklungspolitischen Buzzwords verteilt auf schönen 10 Seiten Broschüre. Das Auslaufen der beiden Partnerschaftsabkommen mit Ghana und Mpumalanga spricht doch Bände über Ihr Engagement in dem Bereich. Da hat meine Vorrednerin doch vollkommen recht. Dann wollen Sie in Ihrem Antrag noch allen Ernstes ein Votum vom Landtag für einen millionenschweren Exklusivvertrag mit der GIZ zum Ausrichten der Bonn Conference for Global Transformation. Das ist also Ihr Verständnis von nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit. NRW, eine wichtige Rolle beim Post-2015-Prozess zukommen zu lassen, das ist ausdrücklich wichtig. Doch dafür müssen die Ziele konkret genannt und das Engagement NRWs zu jedem einzelnen Ziel ausgeführt werden. Sonst, das ist meine Befürchtung, ist das Einzige, was nachhaltig geschützt wird, der Zahlungseingang auf dem Konto der GIZ. Herr Kollege Kern, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Ellerbrock zulassen? Ja. Herr Kollege Kern, Sie hatten eben Ausführungen zu Ghana und Mpumalanga gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir im Ausschuss unter Ihrer Leitung ja auch über diesen Problemkreis gesprochen. Sie haben das jetzt dargestellt, als wenn das ein Versäumnis der Landesregierung sei, sich da nicht um entsprechende Vereinbarungen zu bemühen. Meine Wahrnehmung der Realität war doch, dass deutlich wurde, dass vor Ort auf diese Zusammenarbeit aufgrund politischer Verhältnisse kein Wert gelegt wurde, dass das eine mangelnde Wertschätzung so ist. Also ich bin immer bereit, die Landesregierung kritisch mit zu begleiten, aber hier habe ich eine andere Wahrnehmung der Realität. Wieso unterscheiden wir uns da in dieser Wahrnehmung? Sie waren doch Ausschussvorsitzender. Herr Ellerbrock, danke für die Frage. Mir kommt es darauf an, zu hinterfragen, was sich dann auf dem Gebiet tut. Wenn Sie sagen, es liegt halt an der Gegenseite, will ich da gar nicht widersprechen. Fakt ist aber, dass dort Stillstand herrscht. Und da muss man sich darüber überlegen, ob das Ganze noch sinnhaft ist. Richtig. Und ne, wenn der eine Partner nicht will, dann erledigen sich doch alle weiteren Überlegungen an der Stelle. Und dann soll man nicht an irgendwas festhalten. Also das gilt immer noch das Sprichwort, wenn du merkst, dass das Pferd tot ist, steig ab. Okay.
Ich war eigentlich aber auch schon am Ende meiner Rede. Gebe noch kurz zu Protokoll, dass ich meiner Fraktion empfehle, den Antrag aus den genannten Gründen abzulehnen. Und zum Antrag der CDU können wir uns aufgrund der kurzen Zeit lediglich enthalten. Wird es dabei bewenden lassen. Vielen Dank. Schöne Sommerpause.